Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher Wild Hunt mit mir, den JRPG-Fanboy. Darf ich ganz herzlich dazu begrüßen. Wir werden kurz da reingehen ins Lager, kurz wieder unsere Items ablagern, bevor wir loslegen heute. Und dann können wir auch schon loslegen. Das ist unser nächstes Mitbrauch, brauchen die ganzen Siegel da nicht und den ganzen Kram halt. Genau, also die ganzen Sachen da, die kann man alles da drin verstauen. Dann die ganzen Handwerker und Alchemie, da haben wir wieder einen Haufen Zeug drin. So, dann haben wir das nämlich auch gleich erledigt und dann können wir auch gleich weiter marschieren hier. Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annehmen. Denn wir werden heute hier so ein bisschen diese ganzen, ich sage mal, Fragezeichen hier, diese hier ein bisschen beantworten. Die haben wir offscreen gemacht, beziehungsweise wollte ich eine Folge machen, hab da vergessen, aber auf Aufnahme zu drücken. Und die da hinten, da kommen wir dann eh früher oder später hin. Aber es sind halt noch so Fragezeichen, die sollten wir halt noch machen. Bevor wir jetzt mit der Story-Werte machen. Damit wir ja keine Welt von Items verlieren oder sonst irgendwie XP verlieren. Damit wir ganz gemütlich weiterkommen. Und wir ganz gemütlich, ohne Stress, irgendwie ohne Probleme gut kämpfen und weiterkommen. Machen wir das jetzt mal. Machen wir auch mal eine Nebenquest. Wir haben da noch eine offen. Die werde ich in der nächsten Folge, glaube ich, bringen, wenn wir jetzt dann sagen werden, okay, wir machen jetzt die drei und dann machen wir die restlichen da hinten zum Beispiel oder auf dem Weg oder wir machen die extra noch schnell. Mal gucken. Falls ich übrigens die Folgen zu lang sind von The Witcher, eine halbe Stunde, sagt das mir bitte, gell? Ich will hier jetzt nicht unnämlich lange produzieren. Ich habe nur kurz getestet, ob die Aufnahme eh dran ist, weil nochmal mache ich das jetzt nicht. Ups, schon wieder falsch. Ich finde irgendwas falsch. Ich muss mich daran wieder gewöhnt haben. So, lieber Blitz, wo gehen wir denn das erste hin? Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal nach unten, machen die zwei hier. Wir verraten mal ganz nach unten zuerst. Das sind ja nur 223 Meter. Das geht schon. Was ist nicht mit dem Stahlhang? Okay, da haben wir gerade einen Wegpunkt gefunden. Zerstörte Brücke heißt der Wegpunkt. Nice. Oh, oh, oh. Und das war's mit den Deserteuren. Also war das ein Desertierlager anscheinend. Also, oder Banditenlager halt, je nachdem. So, dann hier immer wieder zu verkaufen bzw. zerlegen. Und die Schwerter zerlege ich meistens immer. Und wir haben was bekommen. Schema, ein Handwerksschema bekommen, skellige Kambrose und einige. Oh. Das da sind noch ein paar Items drunter versteckt. Aber nicht gut für jemanden, der einen Hexenblick hat. So, dann würde ich sagen. Weltkarte. Hier befindet sich nämlich noch ein Wegpunkt. Dann werden wir den auch noch ansteuern. Und dann würde ich sagen. Machen wir schon die nächsten.
So, befindet sich hier noch ein Ort der Macht. Nach. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, sollten wir, dann machen wir das mal. Und wir haben den Fähigkeiten Punkt erhalten. Das ist natürlich super. Ups, ich verdrück mich immer. Dann können wir ja kurz mal in die Charaktereinstellung gehen und dann mal gucken. Wir haben zwei verfügbare Fähigkeiten Punkte. Wir könnten hier auf auch Mutagen einsetzen, was wir leider nicht haben. Also wir können schon Kampffähigkeiten einsetzen. Ups, wollte ich jetzt nicht. Und zwar Zeichen, Alchemie, allgemein Mutagene. Allgemein wäre zum Beispiel sowas. Das ist zum Beispiel immer gut. Maximale Vitalität hoch. Das ist halt immer so, mit was kämpfst du so hauptsächlich? Da baust du dir dann so deine Sets ein bisschen zusammen. Ich hatte immer das Perfekte, war immer so ein, drei grüne, drei Dinge und dann so habe ich das immer ein bisschen aufgeteilt. Das erste, was wir natürlich machen, wenn ich es auf Schwertkampf. Okay, ihr seid immer aktiv. Okay. Das finde ich halt jetzt hier nicht schlecht. Also das finde ich jetzt auch nicht schlecht, dann machen wir das nochmal. Weil dann haben wir hier schon zwei Basic-Fähigkeiten, mit denen wir jetzt ein bisschen mehr Rüstung rumtragen, also Kram rumtragen können. Ist gar nicht mehr so schlecht, finde ich. Mach langsam. So, weil sonst sind natürlich so mehr wir rumtragen können, umso besser ist das für uns. So, dann müssen wir jetzt, dann machen wir hier jetzt so den Big Punkt. Weil dann fahren wir sich so durch, würde ich sagen. Schneller. Lauf, Plätze! Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Und ein Bär wacht über diesen dann. Da werden wir den ein bisschen hier angreifen. Gute Erfahrungen haben gezeigt, hier ist Quenz ziemlich stark, aber wenn er dich einmal trifft, macht er nicht schlecht Damage. Ich habe keinen Bock, dass ich wegen dem jetzt krepiere.
Perfekto, haben wir den auch schon besiegt. Na, das war easy. Und gleich wieder ein Ort der Macht entdeckt. Dann werden wir gleich wieder. Gut, dann können wir nämlich hier jetzt dann schon wieder eine Fähigkeit erlernen. Was natürlich echt gut ist, weil wir dann natürlich jetzt endlich mal auf eine Basics-Fähigkeit gehen könnten hier. Das ist zum Beispiel immer gut, finde ich jetzt. Das heißt, das können wir zum Beispiel machen. Das ist ein Ort der Macht. Aber auch meistens wirklich explosive Schilde oder so drin. Das ist nicht schlecht, ist anders zu beherzen. Ist nicht viel Wasserplätze, das halt ist das, da rennt ich eigentlich gerade hin. Eigentlich nicht dorthin, wo ich hin wollte, machen wir das anders, dann machen wir das so ein Zickzack jetzt auf die Art. Damit es erst da runter. Okay. Autsch. Lass mich in Ruhe, mich hier. Ist ja beinahe ins Auge gegangen. Nice. Machen wir kurz was gucken. Und zwar, wir haben wieder ein neues Schwert schon wieder bekommen, Leute. Wir kriegen am laufenden Band jetzt gerade Items, das gefällt mir. Genau sowas, darum mache ich diese ganzen Quests. Wir haben, ich, das ist ein Silberschwert. Nein, ist leider ein Schwert, Stahlwaffe, Herodon-Brigade. Aber es ist, kann man teuer verkaufen mit 175, muss ich zugeben. Gut, nächstes Ziel. Ein paar Ziele machen wir noch und dann werden wir aufhören. Wir werden jetzt noch die drei machen, dann die da in der Nähe. Und die zwei da oben, dann haben wir es eigentlich. Also das ist jetzt eh nicht mehr viel. Wenn wir nächstes Mal machen wir dann die da unten. Und dann die Nebenquest noch und dann haben wir eigentlich alles bis zur Story durch. Dann müssen wir eigentlich nur noch dann den. Echt dann nur noch die Story weitermachen, dann gemacht die Story weitermachen, dann sollten wir auch Level 2 sein. Das ist easy. So. So, jetzt muss ich gleich abstimmen. Ich merke schon, dass hier befindet sein wird. Okay, wir haben hier Ghule. Unmöglich, wenn wir hier so Ghule haben. Was ist das? Eine verlassene Stätte, okay.
haben. Warten wir mal kurz noch bis Tag ist. Warte, ich mach kurz mal Tag, weil ich glaube, das passiert nur was hier, wenn es Tag ist. Ja. Es geht nur, wenn Tag ist, dann kommen nämlich die Leute zurück und die geben dir dann ein bisschen was. So. Was? Hast du was Interessantes? Ein Kräuterkunde. Mal gucken, was der so zu bieten hat. Die nehme ich doch immer gern mit. Ah, es ist nicht unbedingt was dabei, bis auf die. Diese eine Blume da. Aranaria. Brauchen wir ja noch. Leg für gewisses Öl. Daher kann das nicht schaden. So. Dann gehen wir mal zur Brücke. Mein nächstes Ziel. Dann hält man das auch einmal da. So, jetzt müssen wir jetzt unter Wasser befinden. So ein kleiner Schatz. Schmugglerversteck und die sind immer sehr stark, die Schmugglerverstecke. Komme ich denn von anderen Seite dran oder was? Nein, das muss ich jetzt noch wegrennen, wenn man die falsche Seite runterspringt. Ah, diesmal springen wir die richtige Seite runter. Auch gleich alles da. Diesmal war in diesem Schmuggelversteck leider nicht so tolles. Das ist leider bedauern. War hier leider nicht zu bedauern, aber Amatus hat man echt kranke Sachen in diesen Schmuggelversteck, muss ich sagen. Jetzt sagen wir, gehen zuerst nach unten, dann nach oben. Dann machen wir so. Und dann geht's zurück zur Weggabelung.
Aber gerade ist Terror gehen. Finde ich nicht schlecht. Und dann haben sie sich an Ort speichern können. Los, lauf! Okay, du bist mit der Suppe intelligent, springst halt irgendwo runter, wo du den Fallschirm kassierst. Zeig mir, was du zu bieten hast. Eine trunkenen Herren. Rezept Ruedo haben wir da bekommen. Okay. So, was haben wir da jetzt für ein Schwert bekommen? Wir haben jetzt die varianische Klinge, ist also schwächer als das, was ich momentan habe. Na dann. Aber die Kluft ist besser als was ich momentan habe, deshalb ziehen wir jetzt die Kluft hier an. Auch wenn es bescheuert aussieht. Im nächsten Punkt können wir nicht zu Fuß laufen, weil das ist da gleich da oben. Ihr habt ja was da drin. Warum habt ihr hier ein Saphir drin? Das tut weh. Dann ist mich gerade ein bisschen verlaufen. Hab, ja. Da unten ist jetzt auch noch ein Punkt. Da oben sind ziemlich starke Barbaren. Also mit was machen. Ich bin nicht gerade ernsthaft gestorben und Fallschaden. Ich glaub's doch jetzt nicht ernsthaft. Gott sei Dank habe ich irgendwo vorher meditiert. Ich bin nicht mal so hoch runtergefallen. Das war ja nicht so mal annähernd hoch, aber okay. Thank you.
Okay, wir sehen uns gleich da oben wieder. Ich werde das jetzt... So, willkommen zurück nach meinem kleinen Fail gerade vorhin. Aber ich habe jetzt einen wahrscheinlich etwas besseren Weg gefunden, der... Wir müssen nämlich auf diese Gebirgskette hier rauf, aber ich denke, eine richtig gute ist einfach mal. Na dann, kleines Banditenlager hier. Wirklich sehr kleines. Der Vorteil ist halt, dass wir jetzt mal hier nach hinten atmen. Beweg dich! Das ist schön passend. Komm schon, Plätze! Langsam, langsam. Lass mich kurz gucken, wie ich hier am besten rauf kann. Los, los! Die Banditen müssen ja auch irgendwie raufkommen, ja, ich glaube, ich weiß schon wie. So, warte mal kurz mal darüber. Dann befindet sich der Zugang. Dein Arsch gehört mir! Schau mal, vielleicht schaffen wir die Jumping Run Passage da oben, ja. Was wird jetzt so nervig darauf zu kommen? So, das funktioniert immer super. Einfach die Hunde kurz betäuben und dann angreifen. So. Für gewöhnliche Banditen. Und da haben wir das erste wirkliche wichtige Wert. Da haben wir nämlich die erste Vipalwaffe. Vipalwaffe, die sind für den Anfang ziemlich stark sogar. Das ist eine Hexer aus dem Clan der Hexer.
dann haben wir das eigentlich auch alles entkundet. Folge heute, die ein bisschen länger geht, tut mir leid dafür. Ja, die zu random wird für mich auch nicht lustig, das könnt ihr mir glauben. Wir finden jetzt einen Wegpunkt, wir machen die jetzt dann noch fertig. Halbe Sachen mache ich sicher nicht. Speichere mal kurz, ich glaube, das ist ein bisschen. Warte, mach. Okay, nicht das. Das ist jetzt hier. Ein Banditenlager, also. Oh, hat er mich getroffen. So. Da müssen wir ein bisschen Loot stehen. Ah, noch ein kleines Banditen. Oh, Meister Jägerhandschuhe und Schirm mit der HP, was ist das denn? Na dann. Last but least. Hey. Dann haben wir es geschafft hier. Endlich. Ich gehe, glaube ich, diesmal von lieber von der anderen Seite. Wirkt mir sicherer. Die Werte immer ein bisschen nach hinten. Ich muss es zerstören. Kann man noch nicht, ich hab noch nicht die Bomben mit. Also, wir können es noch hier nicht machen. Perfekt. Gut, dann gehen wir jetzt noch schnell zum letzten, zu der Weggabelung hier und dann haben wir es geschafft, Leute. Den heutigen Tag. So, ich würde mal sagen, das war's dann mit den heutigen Folgen von The Witcher Wild Hunt.
Ich beende hier den Part. Ich sag damit ciao, bis zum nächsten Mal.